Ganz herzlich willkommen bei Coop Bau und Hobby. Unsere Profis möchten nicht nur Produkte von erstklassiger Qualität verkaufen, sondern ihnen auch noch gerade das nötige Fachwissen dazu vermitteln, damit sie dann auch möglichst lange Freude haben an ihren Pflanzen. Orchideen gelten als exklusive Pflanzen und sind aus diesem Grund auch ein beliebtes Geschenk. Am beliebtesten sind Phalaenopsis, auf Deutsch bekannt als Malaienblumen, weil sie dauerhaft blühen und pflegeleicht sind. Phalaenopsis stammt ursprünglich aus den Tropen, aus Borneo, Malaysia und den Philippinen. Dort wachsen sie in den Baumkronen. Auch bei uns brauchen sie gleichmäßige Wärme. Idealer Standort ist hell, aber ohne direkte Sonneneinstrahlung. Erika Streuli von Coop Bau und Hobby zeigt uns jetzt, auf was es bei der Orchideenpflege darauf ankommt. Wichtig ist, dass man die Orchideen regelmässig wässern. Das ist am besten einmal pro Woche gießen oder noch besser dünkeln. Wasser würde ich am besten kalkfreies Wasser nehmen oder Regenwasser, eignet sich auch sehr gut. Dann ist es wichtig, dass man sie wieder gut abtropfen tut und zurück ins Gefäß stellt. Und Erika, lebt jetzt so eine hübsche Orchidee nur von Luft, Licht und Liebe? Nein, am besten tut man sie alle zwei Wochen im Sommer düngen und im Winter alle vier Wochen mit Orchideen düngen. Das kann man gerade am Gießwasser beigeben. Da haben wir jetzt zum Beispiel einen Patienten. Was kann man jetzt machen, damit es dem Pflänzchen möglichst schnell wieder besser geht? Am besten tut man die verblühten Stiele abschneiden, und zwar über dem zweiten Auge. Und wo siehst du hier Augen? Das sind da die Erhebungen. Also die Rillen. In der Natur bilden sich die neuen Blüten vor allem während der kühleren Regenzeit. Aus diesem Grund stellen sie ihre Orchideen zur neuen Blütenbildung für mindestens vier Wochen an ein kühles Nordfenster. Was ist wichtig beim Umtopfen? Umtopfen ist in erster Linie eine Pflegemassnahme. Am besten macht man das nach den Blüten. Schneiden Sie sorgfältig abgestorbene Luftwurzeln ab und entfernen Sie altes Substrat. Nehmen Sie keine normale Blumenerde. Die Nährstoffe könnten die empfindlichen Orchideenwurzeln verbrennen. Für das gibt es speziell Orchideenerde, weil die hat die ideale Zusammensetzung. Die Erde aber nicht fest andrücken, sonst könnten sie die Wurzeln abbrechen, sondern den Topf leicht auf den Tisch klopfen. Dann ist es sicher höchste Zeit zum Gießen. Oh nein, ja nicht. Nein, für das haben wir jetzt hier die Sprühpumpe mit ein bisschen Wasser drin, wo man die Blätter von der Orchidee besprühen kann, plus die Luftwurzeln. Oder Orchideenblattpflege. Und dann hat sie genug Feuchtigkeit? Das reicht vollkommen, ja. Nach 3 bis 4 Tagen dürfen Sie dann Ihre Orchideen wieder gießen. Achten Sie aber darauf, dass kein Wasser im Topfboden zurückbleibt. Und nach 4 Wochen sollten Sie dann wieder düngen. Vor allem im Frühling und Sommer, wenn es wärmer wird, kann es zu einem Lausbefall kommen. Das ist aber nichts Außergewöhnliches und kann man sehr einfach mit Pflanzenschutzmitteln bekämpfen. Wenn die Nachttemperaturen zu hoch sind, können sich die Blätter gel verfärben. Hier dagegen hilft es Umplatzieren an einen kühleren Ort über Nacht. Wenn Ihre Phalaenopsis einfach nicht mehr blühen will, liegt das meistens an einer verpassten Kühlperiode. Stellen Sie einfach Ihre Orchideen für 6 Wochen an ein kühleres Nordfenster. Mit diesen Profi-Tipps kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Und ich wünsche Ihnen viel Freude mit den Orchideen.